Ja, ich bin jetzt, ja, ich schätze, etwa 35 Jahre beim Obst- und Gartenbauverein. Mir hat damals mein Vorgänger, der Professor Toni Lampert, angeworben. Ich habe Mathematik, Biologie, Englisch, Maschinenschreiber als Fächerkette der Hauptschule. Und Biologie hat natürlich für ihn passt als Mitglied für den Vorstand vom Obst- und Gartenbauverein. Und ich habe mich dort ein bisschen um die Jugendarbeit gekümmert. Was möglich war, ist, neben der Schule, man darf ja nicht vergessen, damals hat man weit über 30 Schulstunden gehabt. Und dann ist also neben der Vorbereitungszeit nicht mehr allzu viel freie Zeit übrig geblieben, die für private Hobbys übrig ist. Und ich bin dann im Vorstand gewählt worden und bin vor, was ist das gewesen? Anfang 90er Jahre, bin ich dann zum Obmann gewählt worden und bin es immer noch, also seit über 50 Jahren, 25 Jahren. Ein Punkt, warum ich das gemacht habe, ist für mich gewesen, einmal. Der erste Schritt ist gewesen, ja, man kann den Kindern wieder ein bisschen etwas in puncto Natur weitergehen, zurückgehen, weil doch relativ viel verloren gegangen ist. Das zweite ist gewesen, in den 70er, 80er und auch 90er Jahren ist es so gewesen, dass die Leute das Gefühl gehabt haben, was ein Garten und ein Salat einsetzen, da kostet mir das Setzling mehr, wie ich nachher für einen ganzen Kopf zahlen und Arbeit gibt es auch noch. Man hat im Prinzip Rasen gemacht und ja, einen geschleckerten Garten, wenn man so schön sieht. Trotzdem sind es immer noch ein paar Leute, die Qualität des eigenen Gemüses, des eigenen Obstes, der eigenen Beeren geschätzt haben. Und dass man die Leute einfach unterstützt. Vom Verein aus, das ist mir wichtig gewesen. Und ganz wichtig ist mir aber auch gewesen, der Leute wieder einen Anreiz bieten, die Leute auf einen Geschmack führen, wie wichtig es ist, wenn wir Sachen aus dem Garten holen. Das ist nicht bloß umweltschonend, sondern das ist einfach eine Qualität, die ich nur ganz selten zu kaufen kriege. Aus dem Gärtlern raus habe ich dann in Bezug auf Schule erlebt, dass unsere Kinder oder viele von unseren Kindern nicht mehr geerdet sind. Geerdet im wahrsten Sinn des Wortes, sie haben nicht mehr in der Erde oder im Dreck, wie auch immer man sieht, spielen dürfen. Wenn man schaut, wie ein kleines Kind, wenn man es lässt, mit Begeisterung im Geröst am Matschi tappert, wenn das Kind in dem Matsch sich wohlfühlt, dann spürt man, dass Erden mit beiden Füßen auf dem Boden stehen, Erde spüren, etwas ganz Wichtiges ist für die Entwicklung. Und darum haben wir dann auch sehr schnell angefangen, Schulprojekte zu machen im Obst- und Gartenbauverein, die sich dann zuerst mit der ganz kleinen begonnen hat, das zuerst mit der ganz Kleinen begonnen hat, im Kindergarten zum Teil schon. Und nachher haben wir dann also direkt für Volksschule ein vierjähriges Projekt gestartet. Und zwar, das hat so ausgelagert, im Laufe dieser 4 Jahre haben Kinder den Werdegang eines Baumes erlebt, vom Setzen bis zur Obstverwertung.